Cum-Ex-Skandal, verschwiegene Milliarden, wie tief stecken die Politiker drin? Ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Tobias Rethaber, mein Name, Cashflow-Experte Nummer 1. Und es geht direkt los nach dem Intro. Steigen wir ein in dieses Thema Cum-Ex-Skandal. Es gibt sehr, sehr viele Videos. Olaf Scholz wurde bekannt, dass er sehr, sehr stark darin verwickelt war, als er noch Bürgermeister war in Hamburg. Und mein Team hat mir wieder einige Dinge recherchiert und da gehen wir mal rein, weil, sind wir ehrlich, du kannst in YouTube so viele Videos anschauen, was es genau auf sich hat damit, wie der Steuerbetrug vonstatten geht, wer involviert ist, welche großen Investmentbanken, welche Politiker. Aber heute kam was ganz Neues auf, und zwar, dass die Akten sehr, sehr zeitnah geschreddert werden sollen. Und da wollen wir mal kurz eingehen. Also, worum geht es denn überhaupt genau? Der Cum-Ex-Skandal ist ein massiver Steuerbetrug, bei dem Banken und Investoren durch komplexe Aktienhandelsstrategie die Erstattung von Steuern auf Dividenden mehrfach beantragen, obwohl diese nur einmal gezahlt wurden. Kurzbildliches Beispiel dazu. Stell dir vor, du hast einen Pfandbon, weil du eine Flasche gekauft hast, und lässt den Pfandbon raus beim Abgeben und du löst ihn nicht direkt an der Kasse ein. Jetzt vervielfältigst du diesen Pfandbon 2, 3, 4, 5 Mal, verteilst den im Prinzip bei deinen Freunden und es geht wirklich klar, dass der Pfandbon mehrere Male eingelöst wird. Das bildlich erklärt ist der Cum-Ex-Skandal. Ja, man hat im Prinzip auf Blatt Papier sich die Aktien hin und her geschoben, gerade große Investmentbanken, um der Steuer zu entgehen. Deutschland zum Beispiel die Kapitalertragssteuer oder Abgeltungssteuer bei Aktien, bei Fonds, bei ETFs, bei klassischen Finanzinstrumenten. Und um das entsprechend zu entgehen, werden Aktien oder Fonds beispielsweise gebündelt von großen Investmentgesellschaften, und auf die Steuern, die anfallen, zum Beispiel auf die Dividenden, werden die Aktien im Prinzip verschoben und wird dann mehrfach die Steuer aus dem Land wieder abgezogen. Wie groß ist denn tatsächlich der Schaden, der dadurch passiert ist? Und zwar, die geschätzten Schäden belaufen sich auf 60 Milliarden Euro, was zu einem der größten Finanzskandale in Europa geführt hat. Nun gibt es neue Berichte über das Schreddern von entscheidenden Beweisdokumenten, die zur Aufklärung dieses Betrugs dienen sollten. Also nochmal, wir sprechen von einem Schaden von 60 Milliarden und jetzt sollen wichtige Akten geschreddert werden, damit man die ganze Sache nicht mehr aufklären kann. Übrigens, die erfolgreichste und mächtigste Staatsanwältin in Deutschland hat 10 Jahre im Cum-Ex-Skandal recherchiert und wollte das Ganze aufdecken und ist vor wenigen Monaten zurückgetreten und zu einem anderen großen Unternehmen gewechselt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Finanzwende. Eine deutsche NGO, die sich gegen Finanzkriminalität einsetzt, hat Bedenken geäußert, dass geplante Änderungen der Aufbewahrungsfristen für Buchhaltungsdokumente von 10 auf 8 Jahre die Ermittlungen im Cum-Ex-Skandal erheblich behindern könnten. Dies betrifft besonders wichtige Akten, die möglicherweise Hinweise, hört sich auch klasse an, auf die Beteiligung von Politikern und Finanzinstituten enthalten. Was heißt das im Klartext? Du musst deine Unterlagen aufbewahren für das Finanzamt 10 Jahre. Und jetzt setzt man alles daran, um diese Zeit zu verkürzen, aber mit der Argumentation, man möchte in die Digitalisierung und es kostet alles so viel Ressourcen und deswegen darf man jetzt Akten schreddern. Warum? Was kommt vielleicht ans Licht? Dass unser aktueller Bundeskanzler noch viel tiefer drinsteckt, als wir sowieso schon wissen. Es wurde übrigens nie ermittelt, das wurde unter den Tisch gefallen lassen. Das heißt, heutzutage muss man wohl, um in die Politik in Deutschland zu kommen, sowieso von vornherein kriminell sein. Sonst hat man gar keine Chance, auf das liebe Pöstli zu kommen. Naja, sei es mal dahingestellt. Was ist passiert? Im Zentrum der aktuellen Debatte steht das geplante Gesetz zur Bürokratieentlastung. Das wird in Deutschland natürlich auch mal Zeit, aber man kann ja auch Dokumente einfach verscannen. Wie wär's denn damit? Diese Änderung würde bedeuten, dass wichtige Dokumente 2 Jahre früher vernichtet werden könnten. Finanzwende und andere Kritiker sehen darin die Gefahr, dass Beweise, die zur Aufklärung von Finanzverbrechen wie den Cum-Ex-Deals dienen, zerstört werden, bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind. Es gibt bereits Hinweise, dass einige dieser Dokumente bereits geschreddert wurden. Warum ist es überhaupt passiert? Die Gesetzesänderung ist Teil einer umfassenden Versuch der Regierung, die Bürokratie in Deutschland zu reduzieren und Unternehmen zu entlasten. Das finde ich gut. Allerdings werfen Kritiker der Regierung vor, dass dies eine unnötige Beschleunigung von Prozessen darstellt, die in der Finanzwelt zu großen Problemen führen könnte. Der Verdacht, dass es politisch motiviert ist,
wächst insbesondere angesichts des Einflusses großer Finanzakteure und Banken. Übrigens bei der Bank damals, Cum-Ex-Skandal mit Scholz, geht es um die Wartburg Bank in Hamburg, die vor der Vernichtung solcher Aktien profitieren könnten. Welche Auswirkungen hat das Ganze, wenn das passieren würde? Erstmal, Vernichtung von Beweisen ohne die vollständigen Akten könnten viele der Cum-Ex-Deals, beteiligten Personen und Institutionen ungestraft davonkommen, was ja leider Gottes schon passiert. Aber jetzt wird das Ganze im Prinzip durch die Frist von 10 auf 8 Jahre sogar noch minimiert. Das heißt, die wichtigsten Protagonisten kommen ungestraft davon. Und natürlich das politisch motiviert. Wenn ich als Politiker involviert bin, dann möchte ich natürlich alles dafür tun. Und wenn ich noch in meinem Amt sitze und kann es beschleunigen, dass diese Wahrheiten niemals ans Licht kommen. Vertrauensverlust in das deutsche Rechtssystem, wobei ich da lachen muss. Ich glaube, der Vertrauensverlust in das deutsche Rechtssystem, der ist schon lange da. Wenn man heutzutage als Vergewaltiger, Kinderschänder oder sonstige für Mord weniger bestraft wird als für Finanzdelikte, dann wissen wir auf jeden Fall, dass im Rechtssystem in Deutschland das Thema Steuer wichtiger angesehen wird als die Würde und das Leben eines Menschen. Ich denke, da sind wir uns auch einig. So, was kommt noch dazu? Der Skandal könnte das Vertrauen in die Fähigkeit der deutschen Behörden untergraben, Finanzverbrechen konsequent aufzuklären. Habe ich schon gesagt. Internationale Ermittlungen anderer Länder wie die USA, die ebenfalls von Cum-Ex-Geschäften betroffen sind, könnten verstärkt Druck auf Deutschland ausüben, die Aufklärung voranzutreiben und das Schreddern von Akten zu stoppen. Es gibt schöne Presseartikel, die habe ich auch noch aufgelistet, internationale, nationale Websites, aber im Endeffekt geht es doch nur um eines. Es zeigt wieder deutlich, und es zeigt sich immer wieder, ich mache das Geschäft jetzt seit 25 Jahren, dass Finanzverbrechen von kleinen Akteuren werden nur minimal bestraft. Auf der anderen Seite werden Milliardendeals abgeschlossen und die Lobby ist so stark, dass das Ganze nie ans Licht kommt. Ja? So, und im Endeffekt wird immer der kleine Mann bestraft. So, das heißt, du als Bürger, der aktuell Vermögenswerte hast, man wird auf dein Vermögen zugreifen. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, irgendwas fingierst, irgendwas später in einem Jahr im EU-Vermögensregister nicht angibst, weil du sagst, ach Gott, ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich irgendwann mal Gold gekauft habe vor 10 oder 15 Jahren und es liegt in deinem Schrank. Und irgendwann stellt sich raus, es war ein Online-Kauf und du hast 2, 3 oder 10.000 Euro nicht angegeben, dann wird das Strafen nach sich ziehen. Wenn du eine Umsatzsteueranmeldung nicht rechtzeitig machst, dann bekommst du Ärger. Wenn du deinen Jahresabschluss nicht rechtzeitig abgibst, dann bekommst du Ärger. Aber die Protagonisten bekommen niemals auf die Mütze. Deswegen ist es so wichtig, dass du komplett rechtskonform, sauber, genau die gleichen Strukturierungen anwenden kannst wie diese reichen Lobbyisten. Wir haben den Weg dazu. Es gibt übrigens auch einen dreiteiligen Videokurs, der ist unten in den Kommentaren verlinkt. Die ganze Finanzindustrie wird auseinandergenommen, wie du dich schützen kannst und die Strategie, wie es die 5 reichsten Menschengruppen machen. Deswegen klick unbedingt unten auf den Link, schau dir den kostenfreien Videokurs an und dann bist du besser informiert als 95% der Finanzberater in Deutschland. Und kannst sofort in die Umsetzung gehen. Also, das einfach kurz als Aufklärungsarbeit. Lass gerne ein Like da, kommentier, wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere vor allem die Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ganz liebe Grüße, dein Tobias Ritter bei Cashflow Experte Nummer 1.